Ja, erstmal ein sehr herzliches guten Abend von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Gelegenheit, hier ein paar Fragen zum Faschismus in der Ukraine erörtern zu können, auch diskutieren zu können. Sehr gerne. Ich würde gerne noch ein paar Sachen ergänzen, eben zu der Vorstellung, weil wir ja nachher noch eine Fragerunde haben und das vielleicht für Sie interessant ist. Bei der Entscheidung, welche Fragen Sie stellen. Ich muss dazu sagen, dass ich auch in dem Zeitraum 2014 bis 2016 die Ukraine 5-mal bereist habe, also Recherchereisen gemacht habe. Eine der wichtigen Fragen war genau die, welche Rolle spielt der Faschismus in der Ukraine? Wie mächtig ist er? Welche Rolle spielt er bei der Maidan-Revolte? Und das hat mich im 2014 im Februar, als die Auseinandersetzungen da völlig eskaliert sind. Sie wissen ja, am 20. Februar gab es diese große Schießerei. Am 22. war der Staatsstreich, die Absetzung von Janukowitsch. Und das war halt auch die Zeit, wo ich dann mit einem Kollegen, für eine kurze Zeit waren wir zu zweit, dort gearbeitet habe. Es hat mich dann die Erlebnisse dort, die Ereignisse dort, der Schrecken auch über die Situation hat dazu geführt, dass mich das Thema nicht mehr losgelassen hat. Und ich bin dann darauf, als der Bürgerkrieg angefangen bin, auch das erste Mal in den Osten der Ukraine gefahren, war dort in vielen Städten und Orten, deren Name Ihnen sicherlich aus den Nachrichten bekannt ist. Ich bin dann, als der Krieg weiter eskalierte, wieder in die Ostukraine gefahren, aber auch noch mal das war erstmal im Frühling, noch mal auf den Maidan, um zu schauen, wie die Lage sich in Kiew dann verändert hatte, in den Monaten nach dem Maidan-Aufstand. In der Ostukraine, Sie wissen, dann im Donbass ist ein Krieg losgetreten worden, muss man sagen, der dann heute seit dem 22. Februar 2022 eine große Eskalation nach sich gezogen hat. Sie alle wissen vermutlich, dass eigentlich in den letzten 8 Jahren die ganze Zeit Krieg war, nur natürlich nicht in dieser Vehemenz und dem Ausmaß wie seit 22, als dann die russische Armee dort einmarschiert ist. Wir dürfen uns aber keine Illusion machen, dass da in der Zwischenzeit es nicht sehr viel zu berichten gab und es ja schlimme Ereignisse gegeben hat, Ereignisse, die diese Eskalation eben auch vorangetrieben haben. Für Ihre Fragen vielleicht noch, ich war also im Zuge des Bürgerkrieges in Donetsk, in Kharkiv, in Slawjansk, wo die Kriegshandlungen losgingen. Ich war auch in Debaltseve, ich war in Gorlovka und in allen möglichen kleinen Orten, wo eben Kriegshandlungen stattgefunden haben. Das war, wie gesagt, der Zeitraum 2014 bis 16. Ich habe auch eine Zeit lang dort an der Front verbracht, in Lugansk, bei einer Einheit der berühmten Prizrak-Brigade, weil es da eine kommunistische Einheit gab und dort war es mir dann auch möglich, eben auch tatsächlich in die Schützengräben zu gehen und dort tatsächlich gute Eindrücke zu bekommen, wie so ein Krieg heute funktioniert. Und ich war erstaunt darüber, dass ein Teil der Kriegsführung sehr an den Ersten Weltkrieg erinnerte, also diese langen Schützengräben und auch die Bedingungen, unter denen die Kämpfer dort, ja, existieren mussten und viele natürlich auch sterben mussten. Und das ist vielleicht für Sie nochmal zur Orientierung ganz wichtig. Nun geht es aber vorwiegend um den Faschismus und deswegen werden wir das Thema jetzt hier natürlich auch fokussieren. Ich glaube, man muss vielleicht nochmal vorab anmerken, dass man nicht den Fehler machen darf, eine protofaschistische oder vielleicht sogar faschistische Gesellschaft
zu verwechseln mit einer Gesellschaft, in der Kriegsrecht herrscht. Wir müssen sehen, dass auch Gesellschaften, die man als demokratisch oder als vorwiegend demokratisch bezeichnet, unter Kriegsrecht natürlich viele verschärfte Bedingungen haben und dass natürlich der Sicherheitsapparat hochgefahren wird, dass auch in Teilen die Meinungsfreiheit und Pressefreiheit und so immer eingeschränkt ist, dass es Ausgangssperren gibt und so weiter. Ich habe dann 2014 auch in der Donbass-Region erstmal erleben können, was eigentlich heißt, unter Kriegsrecht irgendwo sich aufzuhalten. Und da gibt es dann doch eine Menge Spielregeln. Ich sage das deshalb, weil ich finde, dass man da sehr aufpassen muss, dass man da nicht gleich sagt, ah, das ist faschistisch oder das ist ja ein Beweis, ne, wenn es eine Ausgangssperre gibt, dass dann da schon der Faschismus tobt. Und ich will aber auch sagen, dass es natürlich auch deutliche Zeichen gibt, wenn eine Gesellschaft faschisiert wird. Und ich glaube, genau das ist in der Ukraine der Fall. Nur die Repressalien, die es da gibt, die Unterdrückung der Opposition und so weiter und so weiter. Ich gehe darauf gleich ein bisschen ein. Das alles mit dem Kriegsrecht zu entschuldigen, das wäre dann eben wirklich meines Erachtens viel zu einfach. Wir müssen auch sehen, dass vieles, was in der Ukraine heute an Einschränkungen von Bürger- und Menschenrechten anbelangt, tatsächlich auch vor dem 22. Ich sage immer 22. Februar, ich meine natürlich 24. Februar, Entschuldigung, 2022, dass vieles vor dem schon passiert ist. Und deswegen, das spricht dann so ein bisschen dagegen und sogar sehr dagegen, das mit dem Kriegsrecht zu erklären oder Kriegssituationen zu erklären. Also ich nenne nur mal zwei Beispiele. Das Verbot der Kommunistischen Partei, das hat schon 2015 stattgefunden. Eine massive Unterdrückung der Opposition auf allen Ebenen. Und das ist damit meine ich die linke Opposition. Hat es in so vielen Bereichen gegeben. Es sind so viele politische Organisationen repressiert worden. Also es gab regelrechte Menschenjagden, übrigens das schon im Februar 2014, also gleich nachdem die neuen Machthaber durch den Staatsstreich dann Zugriff hatten auf den Sicherheitsapparat. Es gab Morde, es gab Entführungen, es gab totales Chaos und Willkür. Es ist sehr interessant, dass sehr schnell der Sicherheitsdienst, also der SBU, zusammengearbeitet hat mit Nazis. Also Sie können davon ausgehen, dass eine normale Suchaktion oder Ermittlungsaktion oder Fahndungsaktion des SBU nie ohne Begleitung von Nazis stattgefunden hat. Das heißt, wenn SBU-Beamte jetzt einen Oppositionellen suchten und den verhaften wollten, waren immer bewaffnete Kräfte des rechten Sektors oder anderer Nazi-Organisationen dabei. Ich habe selber 2014 einen Entführungsversuch von linken Oppositionellen, das war in Kharkiv, mitverfolgen können. Und wir haben auch eine Reportage darüber gemacht. Wir konnten das sozusagen minutiös nachverfolgen, weil wir die Betroffenen, die durch beherztes Eingreifen aus der Bevölkerung fliehen konnten, gleich im Anschluss einige Stunden später interviewen konnten unter bestimmten Sicherheitsvorkehrungen. Und wie gesagt, wir reden hier über die Jahre 14, 15 und nicht über die Situation, die am 24. Februar 2022 eingetreten ist. Dann müssen wir auch sehen, dass die über die Opposition und was da an Repressionen kam, da können wir gleich noch intensiver drüber sprechen. Aber wir müssen auch sehen, dass auch die Einschränkung der Pressefreiheit vor dem 24. Februar 2022 stattgefunden hat. Es wurden diverse Sender abgeschaltet. Das Interessante dabei ist, das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis über die Rolle
der USA und der EU, was sehr wichtig ist, dass die Abschaltung von Fernsehsendern, die als oppositionell galten oder als Kremlfreundlich, ausdrücklich begrüßt wurden von der Botschaft der Vereinigten Staaten, von Amerika, von der Botschaft Kanadas und auch von der Botschaft Großbritanniens. Also das heißt, diese massiven Eingriffe in die Presse- und Meinungsfreiheit sind Maßnahmen, die von den USA und zumindest Teilen der EU ausdrücklich gewünscht und sind und gebilligt werden. Das müssen wir uns tatsächlich bewusst machen. Diese Begrüßung dieser Maßnahmen von den Botschaften, die können Sie tatsächlich schwarz auf weiß im Internet nachlesen, wenn Sie an der richtigen Stelle suchen und die finden. Also das sind alles keine Geheimnisse. Es ist nur hier in Deutschland überhaupt nicht berichtet worden. Wie ich sagen muss, es ist eigentlich fast überhaupt nichts, was relevant ist, hier in Deutschland berichtet worden. Wir haben hier eine Parallel-Ukraine. Also ich kann die Ukraine, die ich real dort erlebt habe vor Ort, und die Ukraine, zu der ich recherchiere, mit der Ukraine, die ich aus dem deutschen Medien-Establishment kenne, das sind zwei verschiedene Welten. Ja, das ist ein Phänomen, das mir in meiner Berufslaufbahn noch nie vorher in diesem Ausmaß begegnet ist. Also das erstmal ein bisschen noch vorab geschickt, aber wichtig ist natürlich auch der Hintergrund und wichtig ist natürlich auch überhaupt, was heißt denn das, wenn wir über Faschismus in der Ukraine reden, was muss man darüber eigentlich wissen? Und wenn es diesen Faschismus gibt, und natürlich gibt es diesen Faschismus, dann muss man auch nach seinem Wesen fragen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Mit der Frage, wie dieser Faschismus entstanden ist, mit der Frage, was genau das für ein Faschismus ist. Ja, es gibt ja große Unterschiede zwischen den Faschismen. Erstmal zwischen den historisch spezifischen Formen, aber auch natürlich in den Ausprägungen insgesamt und Ansätzen. Dann wenn wir uns mit der Frage befassen, werden wir feststellen, dass das immer irgendwas mit Deutschland zu tun hat. Und zwar so intensiv zu tun hat, dass man tatsächlich, also ich habe dann Schrecken bekommen, als ich das feststellte, welche Rolle Deutschland da gespielt hat. Und da können wir jetzt natürlich nur im Schweinsgalopp durchgehen, weil das wäre ein extra Vortrag, das diese Entwicklung zu beschreiben. Wir kommen aber nicht drum herum, im Ersten Weltkrieg, also noch zur Zeit des Deutschen Kaiserreiches, schon mal anzusetzen zumindest und festzustellen, dass da in der Ukraine ein Nationalismus entstanden ist, der schon seine Besonderheiten hatte, gerade wenn es um die Radikalität geht. Man spricht ja von einem integralen Nationalismus. Integraler Nationalismus wird auch häufig als Protofaschismus bezeichnet. Integraler Nationalismus ist ein Nationalismus, der einen sehr totalitären Anspruch hat, der alle Belange einer Gesellschaft und des Staates unter die Nation und der Idee und den Idealen des Nationalismus stellt, der sehr rigoros ist, extrem chauvinistisch, und das macht auch seinen faschistoiden Charakter aus. Unter anderem, Chauvinismus ist sehr, sehr wichtig im Faschismus. Und da muss man, wenn man sich das mal genauer anschaut, auch sehen, dass Deutschland bei der Förderung dieses integralen Nationalismus eine große Rolle spielte. Die Mittelmächte haben das damals sehr unterstützt. Also rede jetzt natürlich von dem Zeitraum so um 1917 bis 20. Und dieser integrale Nationalismus, der war auch die ideologische Grundlage für das, was dann die ukrainischen
Nationalisten in den Ende der 20er und 30er und Anfang der 30er Jahre dann in ihrer Organisation, Organisation ukrainischer Nationalisten hieß sie ja, dann in ihren ganzen Gründungsmythen festgelegt haben, in ihren ganzen Programmen, ihren ganzen Grundsätzen, die natürlich darauf zielten, die unabhängige Ukraine zu haben, die ihnen ja sozusagen immer vorenthalten wurde aus ihrer Sicht. Ich würde gerne noch ein paar Sachen ergänzen. Wichtig ist noch, glaube ich, den Namen zu nennen von und das vielleicht für Sie interessant ist, ein Vordenker, der auch von 1919 bis 1920 Präsident der Volksrepublik muss dazu sagen, dass ich auch in den Wahlraum 2014 bis 2016 die Ukraine fünfmal in so Reisen habe, also Recherchereisen gemacht habe, frühen Vordenker. Eine der wichtigen Fragen war genau, welche Rolle spielt der Faschismus in der Ukraine, wie mächtig ist er, welche Rolle spielt er bei der Maidan-Revolte, und das hat mich im 2014 im Februar, als die Auseinandersetzung da völlig eskaliert sind. Sie wissen ja, am 20. Februar gab es diese große Schießerei, am 22. war der Staatsstreich, die Absetzung von Janukowitsch, und das war halt auch die Zeit, wo ich dann mit einem Kollegen für eine kurze Zeit, waren wir zu zweit, dort gearbeitet habe. Es hat mich dann die Erlebnisse dort, die Ereignisse dort, der Schrecken auch über die Situation hat dazu geführt, dass mich das Thema nicht mehr losgelassen hat. Und ich bin dann darauf, als der Bürgerkrieg angefangen bin, auch das erste Mal in den Osten der Ukraine gefahren, war dort in vielen Städten und Orten, deren Name Ihnen sicherlich aus den Nachrichten bekannt ist. Ich bin dann, als der Krieg weiter eskalierte, wieder in die Ostukraine gefahren, aber auch nochmal das war erstmal im Frühling, nochmal auf den Maidan, um zu schauen, wie die Lage sich in Kiew dann verändert hatte in den Monaten nach dem Maidan-Aufstand. In der Ostukraine, Sie wissen, dann im Donbass ist ein Krieg losgetreten worden, muss man sagen, der dann heute seit dem 22. Februar 2022 eine große Eskalation nach sich gezogen hat. Sie alle wissen vermutlich, dass eigentlich in den letzten 8 Jahren die ganze Zeit Krieg war, nur natürlich nicht in dieser Vehemenz und dem Ausmaß wie seit 22, als dann die russische Armee dort einmarschiert ist. Wir dürfen uns aber keine Illusion machen, dass da in der Zwischenzeit es nicht sehr viel zu berichten gab und es sehr schlimme Ereignisse gegeben hat, Ereignisse, die diese Eskalation eben auch vorangetrieben haben. Für Ihre Fragen vielleicht noch, ich war also im Zuge des Bürgerkrieges in Donetsk, in Kharkiv, in Slawiansk, wo die Kriegshandlungen losgingen. Ich war auch in Debaltsevo, ich war in Gorlovka und allen möglichen kleinen Orten, wo eben Kriegshandlungen stattgefunden haben. Das war, wie gesagt, der Zeitraum 2014 bis 2016. Ich habe auch eine Zeit lang dort an der Front verbracht, in Lugansk, bei einer Einheit der berühmten Prisrak-Brigade, weil es da eine kommunistische Einheit gab, und dort war es mir dann auch möglich, eben auch tatsächlich in die Schützengräben zu gehen und dort tatsächlich gute Eindrücke zu bekommen, wie so ein Krieg heute funktioniert. Und ich war erstaunt darüber, dass ein Teil der Kriegsführung sehr an den Ersten Weltkrieg erinnerte, also diese langen Schützengräben und auch die Bedingungen, unter denen die Kämpfer dort existieren mussten und viele natürlich auch sterben mussten. Und das ist vielleicht für Sie
Nochmal zur Orientierung, ganz wichtig. Nun geht es aber vorwiegend um den Faschismus und deswegen werden wir das Thema jetzt hier natürlich auch fokussieren. Ich glaube, man muss vielleicht nochmal vorab anmerken, dass man nicht den Fehler machen darf, eine protofaschistische oder vielleicht sogar faschistische Gesellschaft zu verwechseln mit einer Gesellschaft, in der Kriegsrecht herrscht. Wir müssen sehen, dass auch Gesellschaften, die man als demokratisch oder als vorwiegend demokratisch bezeichnet, unter Kriegsrecht natürlich viele verschärfte Bedingungen haben und dass natürlich der Sicherheitsapparat hochgefahren wird, dass auch in Teilen die Meinungsfreiheit und Pressefreiheit und so immer eingeschränkt ist. Dass es Ausgangssperren gibt und so weiter. Ich habe dann 2014 auch in der Donbass-Region erstmal erleben können, was eigentlich heißt, unter Kriegsrecht irgendwo sich aufzuhalten. Und da gibt es dann doch eine Menge Spielregeln. Ich sage das deshalb, weil ich finde, dass man da sehr aufpassen muss, dass man da nicht gleich sagt, das ist faschistisch oder das ist ja ein Beweis, ne, wenn es eine Ausgangssperre gibt, dass dann da schon der Faschismus tobt. Und ich will aber auch sagen, dass es natürlich auch deutliche Zeichen gibt, wenn eine Gesellschaft faschisiert wird. Und ich glaube, genau das ist in der Ukraine der Fall. Nur die Repressalien, die es da gibt, die Unterdrückung der Opposition und so weiter und so weiter. Ich gehe darauf gleich ein bisschen ein. Das alles mit dem Kriegsrecht zu entschuldigen, das wäre dann eben wirklich meines Erachtens viel zu einfach. Wir müssen auch sehen, dass vieles, was in der Ukraine heute an Einschränkungen von Bürger- und Menschenrechten anbelangt, tatsächlich auch vor dem 22. Ich sage immer 22. Februar, ich meine natürlich 24. Februar, Entschuldigung, 2022, dass vieles vor dem schon passiert ist. Und deswegen, das spricht dann so ein bisschen dagegen und sogar sehr dagegen, das mit dem Kriegsrecht zu erklären oder Kriegssituationen zu erklären. Also ich nenne nur mal zwei Beispiele. Das Verbot der Kommunistischen Partei, das hat schon 2015 stattgefunden. Eine massive Unterdrückung der Opposition auf allen Ebenen. Und das ist damit meine ich die linke Opposition, hat es in so vielen Bereichen gegeben. Es sind so viele politische Organisationen repressiert worden. Also es gab regelrechte Menschenjagden, übrigens das schon im Februar 2014, also gleich nachdem die neuen Machthaber durch den Staatsstreich dann Zugriff hatten auf den Sicherheitsapparat. Es gab Morde, es gab Entführungen, es gab totales Chaos und Willkür. Es ist sehr interessant, dass sehr schnell der Sicherheitsdienst, also der SBU, zusammengearbeitet hat mit Nazis. Also Sie können davon ausgehen, dass eine normale Suchaktion oder Ermittlungsaktion oder Fahndungsaktion des SBU nie ohne Begleitung von Nazis stattgefunden hat. Das heißt, wenn SBU-Beamte jetzt einen Oppositionellen suchten und den verhaften wollten, waren immer bewaffnete Kräfte des rechten Sektor oder anderer Nazi-Organisationen dabei. Ich habe selber 2014 einen Entführungsversuch von linken Oppositionellen, das war in Kharkiv, mitverfolgen können. Und wir haben auch eine Reportage darüber gemacht. Wir konnten das sozusagen minutiös nachverfolgen, weil wir die Betroffenen, die durch beherztes Eingreifen aus der Bevölkerung fliehen konnten, gleich im Anschluss einige Stunden später interviewen konnten unter bestimmten Sicherheitsvorkehrungen. Und wie gesagt, wir reden hier über die Jahre 14, 15 und nicht über die Situation, die am 24. Februar 2022 eingetreten ist. Dann müssen wir auch sehen, dass die
über die Opposition und was da an Repressionen kam, da können wir gleich noch intensiver drüber sprechen. Aber wir müssen auch sehen, dass auch die Einschränkung der Pressefreiheit vor dem 24. Februar 2022 stattgefunden hat. Es wurden diverse Sender abgeschaltet. Das Interessante dabei ist, das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis über die Rolle der USA und der EU, was sehr wichtig ist, dass die Abschaltung von Fernsehsendern, die als oppositionell galten oder als Kreml-freundlich, ausdrücklich begrüßt wurden von der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika, von der Botschaft Kanadas und auch von der Botschaft Großbritanniens. Also das heißt, diese massiven Eingriffe in die Presse- und Meinungsfreiheit sind Maßnahmen, die von den USA und zumindest Teilen der EU ausdrücklich gewünscht und sind und gebilligt werden. Das müssen wir uns tatsächlich bewusst machen. Diese Begrüßung dieser Maßnahmen von den Botschaften, die können Sie tatsächlich schwarz auf weiß im Internet nachlesen, wenn Sie an der richtigen Stelle suchen und die finden. Also das sind alles keine Geheimnisse. Es ist nur hier in Deutschland überhaupt nicht berichtet worden. Wie ich sagen muss, es ist eigentlich fast überhaupt nichts, was relevant ist, hier in Deutschland berichtet worden. Wir haben hier eine Parallel-Ukraine. Also ich kann die Ukraine, die ich real dort erlebt habe vor Ort, und die Ukraine, zu der ich recherchiere, mit der Ukraine, die ich aus dem deutschen Medien-Establishment kenne, das sind zwei verschiedene Welten. Ja, das ist ein Phänomen, das mir in meiner Berufslaufbahn noch nie vorher in diesem Ausmaß begegnet ist. Also das erstmal ein bisschen noch vorab geschickt, aber wichtig ist natürlich auch der Hintergrund und wichtig ist natürlich auch überhaupt, was heißt denn das, wenn wir über Faschismus in der Ukraine reden, was muss man darüber eigentlich wissen? Und wenn es diesen Faschismus gibt, und natürlich gibt es diesen Faschismus, dann muss man auch nach seinem Wesen fragen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Mit der Frage, wie dieser Faschismus entstanden ist, mit der Frage, was genau das für ein Faschismus ist. Ja, gibt ja große Unterschiede zwischen den Faschismen. Erstmal zwischen den historisch spezifischen Formen, aber auch natürlich in den Ausprägungen insgesamt und Ansätzen. Dann werden wir feststellen, dass das immer irgendwas mit Deutschland zu tun hat. Und zwar so intensiv zu tun hat, dass man tatsächlich, also ich habe dann Schrecken bekommen, als ich das feststellte, welche Rolle Deutschland da gespielt hat. Und da können wir jetzt natürlich nur im Schweinsgalopp durchgehen, weil das wäre ein extra Vortrag, das diese Entwicklung zu beschreiben. Wir kommen aber nicht drum herum, im Ersten Weltkrieg, also noch zur Zeit des Deutschen Kaiserreiches, schon mal anzusetzen zumindest und festzustellen, dass da in der Ukraine ein Nationalismus entstanden ist, der schon seine Besonderheiten hatte, gerade wenn es um die Radikalität geht. Man spricht ja von einem integralen Nationalismus. Integraler Nationalismus wird auch häufig als Protofaschismus bezeichnet. Integraler Nationalismus ist ein Nationalismus, der einen sehr totalitären Anspruch hat, der alle Belange einer Gesellschaft und des Staates unter die Nation und der Idee und den Idealen des Nationalismus stellt, der sehr rigoros ist, extrem chauvinistisch, und das macht auch seinen faschistoiden Charakter aus. Unter anderem, Chauvinismus ist sehr, sehr wichtig im Faschismus. Und da muss man, wenn man sich das mal genauer anschaut, auch sehen, dass Deutschland bei der Förderung dieses integralen Nationalismus eine große
Rolle spielte. Die Mittelmächte haben das damals sehr unterstützt. Also rede jetzt natürlich von dem Zeitraum so um 1917 bis 20. Und dieser integrale Nationalismus, der hat auch, war auch die ideologische Grundlage für das, was dann die ukrainischen Nationalisten in den Ende der 20er und 30er und Anfang der 30er Jahre dann in ihrer Organisation, Organisation ukrainischer Nationalisten hieß sie ja, dann in ihren ganzen Gründungsmythen festgelegt haben, in ihren ganzen Programmen, ihren ganzen Grundsätzen, die natürlich darauf zielten, die unabhängige Ukraine zu haben, die ihnen ja sozusagen immer vorenthalten wurde aus ihrer Sicht. Wichtig ist noch, glaube ich, den Namen zu nennen von einem Vordenker, der auch von 1919 bis 1920 Präsident der Volksrepublik Ukraine war, nämlich Simon Petjulia. Er ist insofern wichtig, weil er einer der frühen Vordenker war und ein der einflussreichsten, muss man auch sagen. Und er ist auch wichtig, weil er, und das ist ein Zufallsfund gewesen, das war mir bisher völlig unbekannt, dass schon zur damaligen Zeit die Nationalisten aus den Vereinigten Staaten von Oligarchen unterstützt wurden. Ich habe Zufallsfund deshalb, weil ich habe das bei Upton Sinclair in einem Buch von 1927 zufällig gefunden. In dem Buch geht es überhaupt nicht um den ukrainischen Nationalismus, da geht es um den Niedergang der Literatur und die Rechtsentwicklung in der Literatur und die Korrumpierbarkeit von Literatur. Da gibt es ein Kapitel zum Faschismus. Und da ist interessant, dass Upton Sinclair sich da mit diesen Figuren befasst und vor ihrem Faschismus schon warnt und eben davor warnt, dass die Vereinigten Staaten, sprich eigentlich ganz genau das Kapital, diese Leute unterstützt. Ich glaube, das ist eine ganz interessante Fußnote. Aber jetzt zurück zur damaligen Zeit. Rosa Luxemburg hat das damals schon mit großem Argwohn alles beobachtet und die Entwicklung des ukrainischen Nationalismus und seinen Fanatismus. Und sie hat damals tatsächlich ihn auch schon als Ausgeburt auch des deutschen Imperialismus beschrieben. Ich zitiere das mal kurz. Also sie hat dann darüber viel mehr gesagt, aber ich zitiere mal eine entscheidende Stelle. Sie sagte, der ukrainische Nationalismus war in Russland ganz anders als etwa der tschechische, polnische oder finnische. Nichts als eine einfache Schrulle, eine Fratzkerei von ein paar Dutzend kleinbürgerlichen Intelligenzlern, Sammelfahne der Konterrevolution, finde ich sehr wichtige Bemerkung. Aus diesem Windei krochen in Brest die deutschen Bajonette. Das schrieb sie damals. Und sie wollte damit natürlich auch sagen, das ist keine nationale Idee, die sozusagen von unten kommt, aus dem Volk kommt, sondern es sind bestimmte Eliten, die daran ein Interesse haben. Jetzt habe ich eben von vorenthaltener Unabhängigkeit gesprochen. Klar, die Oktoberrevolution, Gründung der Sowjetunion, kam dann den ukrainischen Nationalisten völlig in die Quere. Und deswegen mussten sie ihre Pläne verschieben und sie mussten andere Wege suchen, diese Pläne zu realisieren und mussten sich auch neue Verbündete suchen oder neue alte. Der Weg führte nämlich wieder nach Deutschland. Und ich sagte es eben schon, Ende der 1920er Jahre, Anfang der 30er Jahre war ziemlich wichtig, weil zu dieser Zeit waren Vertreter der Organisation ukrainischer Nationalisten häufig hier zu Gast in Deutschland, vor allen Dingen in Berlin. Und es gibt diverse Quellen, die belegen, dass OUN-Mitglieder auch an Kongressen von Nazis, also da rede ich jetzt natürlich von den sogenannten Nationalsozialisten, also von den deutschen Nazis, damals teilgenommen haben.
Das heißt, sie haben sich eine Menge Inspiration geholt, sie haben sich Unterstützung geholt. Wir reden jetzt immer noch von den 1930er Jahren. Und sie sind auch hier, führende Vertreter sind hier auch ausgebildet worden. Also wir finden diverse Biografien von ukrainischen Nationalisten, die dann aber auch schon wirklich lupenreine Faschisten waren. Die OUN muss man als faschistische Organisation begreifen, finden diverse führende Köpfe, die zum Beispiel eine Ausbildung bei der Gestapo bekommen haben, also bei der deutschen Geheimpolizei. Über die Gestapo, glaube ich, muss ich hier in diesem Kreis nichts sagen. Sie ist berüchtigt für ihre unglaubliche Brutalität und ihre eben tatsächlich dann faschistischen Methoden, logischerweise in einem faschistischen Staat. Im Zweiten Weltkrieg war es dann natürlich auch so, dass die OUN dann, als der Überfall auf die Sowjetunion war, natürlich begeistert war, weil man hat ja zu Recht Nazi-Deutschland oder Hitler-Deutschland, wie immer wir es jetzt nennen, als Verbündeten betrachtet hat. Nun gab es in der OUN eine Spaltung, das muss man, glaube ich, noch erwähnen, 1940, in zwei Teile. Es gab dann plötzlich eine OUNM für den Namen Melnik, ich erkläre gleich den Unterschied, und dann gab es plötzlich eben auch eine OUNB für Bandera. B für Bandera, also das ist ein Name, der hier sicherlich in diesem Kreis sehr bekannt sein wird. Wo war der Unterschied? Die OUNM, die suchte mehr die Nähe zu Hitler-Deutschland und wollte sich sozusagen den Spielregeln Hitler-Deutschlands und den Plänen Hitler-Deutschlands als Besatzer von Teilen der Sowjetunion anpassen. Und entsprechend sind viele der Mitglieder damals der OUNM in die Wehrmacht gegangen, in die SS gegangen und in die Hilfspolizei gegangen. Also da gibt es unglaublich viele Kämpfer der OUN, die dann da gelandet sind. Wenn wir das jetzt alles aufzählen, also es waren diverse Einheiten, diverse Gruppen, eben kam der Name Dirlewanger, dazu sage ich gleich noch was, weil zum Beispiel in der SS-Sturmbrigade Dirlewangers, weil eine der berüchtigsten SS-Formationen, die es überhaupt gab, wenn nicht die berüchtigste, war zum Beispiel eine Kompanie der Brigade war aus Ukrainern zusammengestellt. Diese Kompanie hat dann auch eine besonders traurige Berühmtheit erlangt, weil sie an den schlimmsten Gräueltaten beteiligt war. Die OUNB dagegen hat vorwiegend sich in dem bewaffneten Arm der OUN, der ukrainischen aufständischen Armee, der unter dem Namen UPA, auch hier bekannt, zusammengefunden. Die UPA hatte sich im Oktober 1942 gegründet. Und jetzt darf man aber nicht den Fehler machen und zu denken, dass das jetzt die Gegner waren Deutschlands. Die UPA hat auf eigene Faust gemordet und gebrandschatzt. Teilweise in Zusammenarbeit mit den deutschen Streitkräften, vor allen Dingen der SS, teilweise aber auch unabhängig. Es gab auch vereinzelt tatsächlich Kämpfe gegen die deutschen Besatzer. Man darf aber da auf keinen Fall den Fehler machen und zu denken, dass das was mit Widerstand und Partisanen zu tun hatte. Also die UPA waren mit die gefürchtetsten Bekämpfer der kommunistischen Partisanen oder zumindest linken Partisanen. Die UPA waren fanatische Faschisten. Sie waren eben dann auf eigene Faust am Holocaust beteiligt, wie eben die OUN in den Einheiten der deutschen Wehrmacht, SS und Hilfspolizei beteiligt waren. Es sind auch Bandera-Leute teilweise in deutschen Streitkräften
aktiv gewesen, aber vorwiegend muss man sagen, ihren Schwerpunkt haben sie auf, muss man auf der, also in ihren Kampfhandlungen über die UPA tatsächlich sehen. Wie es dann weiterging, wissen Sie im Groben, als die deutschen Besatzer abziehen mussten und Nazi-Deutschland seiner Niederlage ins Auge blicken musste, war natürlich für die ukrainischen Faschisten die Lage auch erstmal sehr bedrohlich, weil sie natürlich dadurch, dass die Rote Armee vorrückte, dadurch auch ihren Einfluss gewann und ihr Morden und Brandschatzen nicht so weiterführen konnten, wie sie das unter deutschem praktisch Protektorat gewohnt waren. Viele der Bandera-Leute und auch andere ukrainische Faschisten sind dann tatsächlich mit den deutschen Truppen Richtung Westen gezogen, haben sich versucht, in Sicherheit zu bringen. Viele sind in Deutschland dann auch gelandet. Also Deutschland war auch dann eine Art Sammelbecken. Es sind aber auch viele Banden, muss man wirklich sagen. Es waren vorwiegend Banden. Der UPA sind eben auch in der Sowjetunion geblieben, also auf dem Territorium der heutigen Ukraine, um dann gegen die Rote Armee Widerstand zu leisten. Widerstand, das heißt im Prinzip, sie haben Terrorakte ausgeführt. Und der Terror der UPA war absolut berüchtigt. Der ging bis noch tief in die 50er Jahre hinein. Und dieser Terror, ich spreche deshalb von Terror, weil die Hauptopfer waren Zivilisten. Das waren Bauern in weiten Teilen. Und es waren aber auch Leute aus dem öffentlichen Dienst, es waren Beamte und so weiter, auf die man Anschläge verübt hat. Militärangehörige bildeten die Minderheit der Opfer. Und sie konnten das relativ erfolgreich tun, weil sie Unterstützung aus den Vereinigten Staaten bekommen haben und aus Großbritannien. Das können Sie in freigegebenen CIA-Akten nachlesen, was da alles an Terroraktionen gestartet wurden, weil es ist so, dass nach 2000, ich glaube, es war ab 2009, sind CIA-Akten doch im relativ großen Anzahl freigegeben worden. Da arbeiten ja auch Wissenschaftler dran oder haben auch schon Studien betrieben, die abgeschlossen sind. Das heißt, wenn man da richtig mal Zeit hat, kann man da eine ganze Menge nachlesen. Man muss aber auch dazu sagen, dass ein Teil der Akten bis heute nicht freigegeben ist. Also es ist nicht alles in den Akten ersehbar, die vorliegen. Jetzt muss man natürlich auch schauen, wie ging es denn dann eigentlich weiter? Also was ist denn zum Beispiel mit den Bandera-Leuten geworden oder überhaupt allgemein ukrainischen Faschisten, die mit nach Westen gegangen sind. Ich habe schon gesagt, Deutschland war ein Sammelbecken. Was ich zum Beispiel gefunden habe bei meinen Recherchen, ist eine Dokumentation, die selber von ukrainischen Nationalisten angefertigt wurde, von einem großen Pfadfindertreffen in Mittenwald 1947. Also Hunderte von Nationalisten und Faschisten aus der Ukraine haben sich schon 1947 in Deutschland ganz unbehelligt treffen können. Ja, es war ein Pfadfindertreffen. Deswegen sage ich auch Nationalisten, weil nicht alle, die dort teilgenommen haben, würde ich jetzt als Faschisten bezeichnen. Rechts waren sie aber trotzdem alle. Man kann in diesem Video zum Beispiel sehen, bei der Morgengymnastik wurde nochmal ein Hitlergruß eingebaut und so. Also man war da so ein bisschen schon in etwas sentimentaler Stimmung, weil man natürlich noch eine Niederlage zu verarbeiten hatte. Ganz wichtig bei dem Aufpäppeln des ukrainischen Nationalismus und Faschismus war tatsächlich die Organisation Gehlen, also der Vorläufer des Bundesnachrichtendienstes. Die spielten eine riesige Rolle dabei.
Und man muss auch sagen, ich sagte Sprungbrett tatsächlich über den Teich. Viele der ukrainischen Faschisten sind dann auch in die Vereinigten Staaten gegangen. Das Hauptexilland wurde dann aber Kanada. Und bei Kanada muss man sagen, Kanada hat schon sehr früh Kontakt zu den ukrainischen Faschisten aufgenommen. Die Liberale Partei vor allen Dingen, die spielt die Hauptrolle dabei. Und die haben schon 1940 mit ukrainischen Faschisten kooperiert. Deswegen, man muss wirklich auch sehen, dass das, was wir dann heute erleben und was wir vor allen Dingen seit 2014 erleben, dann auch wirklich so eine Art, aus ukrainischer Sicht eine Reimport ist. Also der ukrainische Faschismus hat in Kanada, in den Vereinigten Staaten und eben auch in Deutschland überwintert, ja, und hat dort neue Kräfte sammeln können, mithilfe der Geheimdienste und natürlich insgesamt der Regierung. Ich glaube, eine große Rolle spielte die Reagan-Regierung. Die Reagan-Regierung war sehr daran bemüht, damals natürlich in der Hoffnung, die Sowjetunion destabilisieren zu können, die existierte ja noch, die ukrainischen Nationalisten und Faschisten zu unterstützen, aber auch dann später die Bush-Administration, dann natürlich schon gegen Russland. Und eine ganz wichtige Rolle spielte dabei auch eben Viktor Juschenko. Deswegen, das geht natürlich alles schon vor 2014 los. Viktor Juschenko ist, glaube ich, unglaublich wichtig, wenn es erstmal darum ging, auch kulturell und historisch den Faschismus zu rehabilitieren. Es ist ja interessant, dass die wichtige faschistische Führer schon 2007 und 2010 von Juschenko als Helden der Ukraine nach posthum ausgezeichnet wurden. Da gab es auch schon die ersten Bandera-Briefmarken. Also das ist alles vor 2014 durchaus schon passiert. Wichtig war seine Frau, die Frau von Juschenko hatte vorzügliche Verbindungen in die Vereinigten Staaten und spielte da, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Rolle, gerade auch zu diesem großen Regime-Change. Denkfabriken, Kontakte aufzubauen und zu unterhalten. Wichtig ist die US-Ukraine Foundation, die New Atlantic Initiative und ganz wichtig auch die Heritage Foundation. Und da war sozusagen dann Juschenko schon der richtige Ansprechpartner. Ich mache jetzt mal einen Sprung, weil wir können ja alles nur etwas hier anreißen und aufrufen, sonst wird das alles viel zu lange dauern. Ich mache jetzt tatsächlich mal einen Sprung zum Maidan, weil ja auch hier die Frage ist, auch in den Fragen, die vorab mir geschickt wurden, welche Rolle spielten denn die Faschisten dann nun eigentlich bei den Ereignissen, die ja dann so vor allen Dingen im November 2013 begangen. Das hat sich ja über einige Monate entwickelt. Es hatte auch zwischendurch schon nochmal den Anschein, dass diese Revolte schief geht, weil die Gefolgschaft ist zwischendurch schon mal abhanden gekommen. Man hat dann auch gesehen, dass der Westen sehr, sehr viel Initiativen ergriffen hat, um das Feuer da am Kochen oder wie sagt man, am Brennen zu halten und die Stimmung anzuheizen. Also wir kennen nur einen Bruchteil der westlichen Prominenz, die da auf dem Maidan, auf der Bühne, auf der riesigen Bühne aufgetreten ist. Ich sage es, wir kennen sie schon, aber wir kennen aus den Medien nicht die Liste sozusagen von Prominenten, die da aufgetreten sind. Als ich dazu recherchiert habe, war ich erstaunt, wer da alles war. Und da waren Personen dabei, von denen ich das nicht unbedingt erwartet hätte. Auch aus Hollywood hat man dann Schauspieler rangekarrt, um da sozusagen die Leute in Stimmung zu halten. Wichtig ist vielleicht auch, dass da wirklich ausgewiesene Regime Change und NATO-Propagandisten, also wirklich hochprofessionelle Leute, wie zum Beispiel Bernard-Henri Lévy,
aktuell waren. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Medien das hier berichtet hätten. Ich erwähne den Namen deshalb, weil er mehrere Filme über den Maidan gemacht hat, die ich als reine Propaganda bezeichne. Und er auch einer ist, der den Faschisten die Türen geöffnet hat und der gerade an den Geschichtsklitterungen einen ganz, ganz großen Anteil hat. Sein neuester Film hatte jetzt gerade Premiere in Paris. Sehr interessant ist, dass die Ehrengäste Nazis waren, also dass eine Abordnung des Azov-Regiments dort auflief. Und sehr interessant ist auch, dass diese Premiere, dass die Top-Prominenz aus Wirtschaft und Politik Frankreichs anwesend war. Also das muss man sich mal überlegen. Da feiert Bernard-Henri Lévy, also ein rechter Propagandist, mit Nazis die Premiere seines Films. Und da sitzt der Ex-Präsident François Hollande und so weiter und so weiter. Also, ne? Also die A-Prominenz der, aus Wirtschaft und Politik. Dass das heute schon normal ist und möglich ist, das sollte uns auch zu denken geben, zumal es gibt viele Beispiele dieser Art. Das heißt, diese Revolte wurde eben auch wirklich durch den Propagandaapparat der westlichen Welt abgestützt. Und das ist deshalb recht wichtig für die Ermächtigung der Faschisten, dass man eben sieht, dass man damit den Faschismus enttabuisiert, dass man damit auch, wie soll man sagen, dem Faschismus so eine gewisse Prominenz verschafft, dass man ihn in der Kulturindustrie plötzlich schon integriert und dass es schon irgendwie völlig normal ist, dass Faschisten sozusagen in den Massenmedien tatsächlich plötzlich gefragte Figuren sind. Nochmal zum Maidan selber, was sich da ereignet hat. Wir sprechen ja hier immer, nicht wir, das ist schon, man muss mich schon korrigieren, die Medien sprechen immer, die deutsche Öffentlichkeit spricht vorwiegend von einer Revolution. Ich kann nur sagen, ich habe ja den Begriff Revolte eben benutzt, macht da einen riesen Unterschied. Von einer Revolution kann überhaupt nicht die Rede sein. Unter Revolution verstehe ich tatsächlich, dass die unterdrückte Klasse etwas zu sagen hat. Dann hätte ich mir jetzt, wenn ich eine Revolution mir vorstelle, hätte ich erwartet, dass auf der Bühne Arbeiter sprechen, Arbeiterräte zum Beispiel, dass dort Leute darüber sprechen, über die soziale Frage, über die Klassenfrage und so weiter und so weiter. Das führe ich jetzt nicht weiter aus. Aber was man auf der Bühne fand, das Maidan, war eigentlich rund um die Uhr, außer dem Entertainment, das ich eben nannte, und die westliche Propaganda-Elite, waren tatsächlich Militärs ohne Ende und vor allen Dingen Paramilitärs, die Massen dort anheizten und in Stimmung brachten. Dann war der Klerus da und es waren rechte Politiker, einer nach dem anderen. Und rechte Politiker, da muss man sagen, von bürgerlich rechts, also die von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Deutschland gestützten Politiker wie Vitali Klitschko, durften da auch sprechen, wurden in der Regel aber ausgebuht, weil die wollte man gar nicht hören. Und eben lupenreine Nazis, die wurden dort wie Popstars gefeiert. Das heißt, es gibt genug Gründe, das als rechte Revolte zu bezeichnen, was man da vorfand. Wichtig ist natürlich auch, was war denn da eigentlich für ein Klientel? Es ist schon richtig, wenn Leute sagen, die Mehrheit auf dem Maidan waren keine Nazis, wenn man das wirklich nur anhand der Zahlen ausmacht. Aber man darf eben nicht denken, dass das sagte ich auch eben schon, sich das Volk da erhoben hat. Was ich sehr interessant war, war der Anteil der Leute, die man hier in Deutschland Besserverdienende nennt. Hipster waren dabei. Also Leute, die man gar nicht auf der Uhr hat, ja, als
Beteiligte dieser Revolte. Es waren Leute auch eben dabei, die man als bezahlte Unterstützer sehen muss. Also so, es gibt ja den Begriff der Titutschkis, also bezahlte Leute, die jubeln kommen oder auch zuschlagen, wenn es sein muss. Aber die waren dann eben sozusagen für diese pro-westliche Propaganda, also für den Euromaidan, also für den Umsturz sozusagen angeheuert, den zu promoten oder zu befeuern. Natürlich waren auch Nazis dort, die als solche zu erkennen waren. Es liefen dort schon diverse Milizen rum, die klassischen narzisstischen Symbole trugen. Nicht das Hakenkreuz, das habe ich selten gesehen, sondern sehr wichtig die Wolfsangel, weil sie eben auch ein Symbol ist, das im ukrainischen Faschismus sehr etabliert ist. Es kamen auch viele internationale Rechte. Da waren eine Menge Leute aus Kanada angereist, oft ukrainischstämmige, vorwiegend sogar Kanadier, US-Amerikaner, Polen und Rechte aus Russland, die sich mit dem Maidan identifiziert haben und ihn unterstützt haben. Das darf man nicht unterschätzen, wie viel russische Nazis da auch beteiligt waren. Nun muss man sehen, warum, es muss ja noch mehr Argumente geben, warum war das kein Volksaufstand. Man muss eben einfach noch mal kurz anmerken, wir haben nicht Zeit, das jetzt näher zu beleuchten, wir müssen einfach noch mal anmerken, dass das Assoziierungsabkommen, das war ja eigentlich der Zankapfel erstmal zentral auf dem Maidan, dass das Assoziierungsabkommen ein Freihandelsabkommen war, das im Prinzip, so wie der Westen es gerne gehabt hätte, ein Knebelvertrag zum Nachteil der Ukraine gewesen wäre, also mit einem Exportlimit für die Ukraine, wiederum unbegrenzter Export in die Ukraine für die EU. Aber für die Ukraine hätte das damals geheißen, ein Handelsbilanzdefizit von 11 Milliarden. Das Assoziierungsabkommen hat tatsächlich die Tore geöffnet, ja, für die weitere Ausplünderung, die ja schon begonnen hatte, schon lange, der Ressourcen. Das überhaupt nicht im Interesse der Arbeiterklasse dort sein konnte. Und entsprechend hat die Arbeiterklasse sich da auch sehr zurückgehalten oder der Teil der Arbeiterklasse, der versucht hat, eine linke Aufstand zu machen. Es gab ja genug Gründe, gegen Janukowitsch zu sein. Der wurde aber gleich weggeprügelt. Also wer dort versucht hätte, eine rote Fahne zu hissen, würde ich sagen, 15 Sekunden und dann ist man zu Brei geschlagen. Also das war absolut undenkbar, dort irgendwelche linken Akzente zu setzen. Und wie gesagt, der Euromaidan ging ja letztendlich dahin, dem Westen, sprich dem westlichen Kapital, mehr Möglichkeiten zu geben, da in seine Finger in die Ukraine, ja, wie soll man das sagen, seine Finger reinzulegen, insofern, dass man eben Agrarflächen aufkauft. Heute können wir davon ausgehen, dass Kagel, DuPont, Monsanto, Bayer und so weiter und so weiter, dass die Investmentfirma BlackRock steckt da auch überall mit drin, dass sie heute fast, also ein Drittel der Agrarfläche in ihren Händen ist. Die EU ist daran beteiligt, dass die Karpatenwälder abgeholzt werden. Es passiert praktisch in ihrem Auftrag. Es wird im großen Stil Fracking betrieben und man will mehr oder weniger genau dieses Geschäft ganz groß ausbauen oder beziehungsweise man ist schon lange dabei. Und immer unter Beteiligung der US-amerikanischen großen Investmentfirmen. Ich habe eben BlackRock genannt, American Vanguard, Blackstone und so weiter. Das könnte man ohne Ende ausführen. Ich finde das auch sehr bedeutend, dass Mykola Azarov, das war der
Premier unter Janukowitsch das auch noch mal näher ausgeführt hat, was eigentlich Sinn und Zweck dieses Assoziierungsabkommens war, wenn es so angenommen wäre, wie der Westen es wollte. Und das hat ja Janukowitsch erstmal verhindert, natürlich mit Einfluss von Russland. Dann später konnte es aber natürlich durchgesetzt worden, als nachdem der Staatsstreich gelungen war. Die Faschisten haben dabei tatsächlich die Joker-Rolle eingenommen, weil das durchzusetzen musste auf dem Maidan ja militärisch passieren. Und es gab gar keine andere Kraft, die der Westen gehabt hätte, um das zu machen. Ich habe ja gerade gesagt, die Linke wäre ja nicht in Frage gekommen und ist nicht in Frage gekommen. Die Linke hatte komplett andere Interessen. Deswegen habe ich das eben alles auch noch mal erwähnt. Wie gesagt, alles verkürzt und im Schweinsgalopp jetzt hier referiert. Das war praktisch alternativlos, auch was die Gewaltbereitschaft anbelangt. Und das war übrigens der Hauptgrund, warum ich damals gesagt habe, nein, ich kann nicht vom Hamburger Schreibtisch aus das hier alles beurteilen. Ich muss mir das vor Ort angucken, weil mir sehr aufgefallen war, wie sagen wir mal, gut trainiert und diszipliniert die Milizen auf dem Maidan gekämpft haben. Und meine These ist, das ist ohne Ausbildung, hochprofessionelle Ausbildung nicht möglich. Und es tauchten dann ja auch große Organisationen auf, also die ja Bündnisse waren wie der rechte Sektor, der entstanden war aus Organisationen wie TRISUB und UNA UNSO, also lupenreine Nazi-Organisationen. Und das waren alles Leute, die, soweit ich das beurteilen kann, darüber gab es auch schon mal vor 2010 von kritischen Journalisten Berichte, die in Trainingscamps von Söldnern aus dem Westen vorwiegend, also oder aus den NATO-Ländern, muss man sagen, vorwiegend aus Polen, sagt man, über längere Zeit ausgebildet waren. Auch in meinen Interviews mit Faschisten auf dem Maidan wurde diese These bestätigt. Alle haben gesagt, dass sie eine Ausbildung bekommen haben, dass sie sehr gut vorbereitet waren. Sie haben das natürlich in der Regel nicht näher ausgeführt. Diese Leute kamen vorwiegend aus dem Westen, also Hochburgen waren Lviv und Ternopil. Die gelten auch tatsächlich als die großen Hochburgen des ukrainischen Faschismus. Ich bin nach den Schüssen vom 20. Februar gefragt worden, hier schon im Vorwege unserer Veranstaltung. Und deswegen werde ich dazu jetzt noch ein paar Anmerkungen machen. Ich werde dann noch was zu der militärischen Funktion der Faschisten, vor allen Dingen jetzt seit der Krieg eskaliert ist, sagen. Aber jetzt erstmal noch mal zum Maidan. Das beschäftigt immer noch sehr viele Leute. Wir hatten eben schon ein kleines Vorgespräch und habe ich gesagt, es gibt sehr, sehr viele Indizien dafür, dass es ganz anders gelaufen ist, als uns hier die Medien weismachen wollen. Aber endgültige Beweise werden wir vermutlich niemals bekommen. Ich rekapituliere das noch mal kurz. Also die Kämpfe auf dem Maidan sind ja dann im Februar völlig eskaliert. Und am 22. hat es sich dann zugetragen, dass es eine mehrstündige, glaube ich, Schießerei gegeben hat. Sie finden übrigens noch, wenn Sie an den richtigen Stellen suchen, auf YouTube einige ungeschnittene Videos. Da kann man sich angucken, welches Ausmaß das hatte. Ich habe vorhin noch mal in eins reingeguckt und war wirklich erschrocken über die bürgerkriegsähnliche Szenarien, die sich da ereignet haben. Es wird immer wieder gefragt, wer hat denn dann nun eigentlich geschossen? In Personam wird man das wahrscheinlich kaum feststellen. Was man aber ziemlich sicher sagen kann, ist, dass
für die tödlichen Schüsse die berüchtigte Berkut-Einheit, also diese Polizeispezialeinheit noch von Janukowitsch, der war ja zu dem Zeitpunkt noch Präsident, dass die das nicht waren, weil bei den späteren Untersuchungen, bei dem Maidan-Prozess dann, ist es ja so gewesen, dass keine einzige der tödlichen Kugeln zu den Berkut-Kalaschnikow passte. Also das ist so gut wie ausgeschlossen. Berkut-Leute haben auch geschossen, haben Gewalt ausgeübt, sogar auch einige Mollys geworfen. Das kann man sehen, das ist bewiesen. Das bestreiten sie auch nicht. Aber die über 100 Toten sind nicht durch Berkut-Kalaschnikows entstanden oder Kalaschnikow-Schüsse. Es ist ja so gewesen, dass aus Gebäuden, die unter Kontrolle, nachweislich unter Kontrolle der Maidan-Kämpfer war, geschossen wurde. Und das ist natürlich ein weiterer Hinweis, dass das zum Teil zumindest eine False Flag Operation war, also dass da Provokateure geschossen haben, dass dort Söldner geschossen haben, dass dort Nazi geschossen haben. In einem Fall ist es ja auch später rausgekommen. Es war ein Nazi, der eigentlich sehr früh gesagt hat, dass er geschossen hat. Er hat allerdings Polizisten erschossen, mindestens zwei und einige verletzt. Nämlich das war Ivan Bubenschik, der später auch in dem freiwilligen Bataillon Dniepro gekämpft hat. Der ist jetzt auch noch in einem Polizeibataillon, soweit ich weiß, Kämpfer, war zwischenzeitlich auch mal Kommandant. Und der hat ja ganz offen zugegeben, dass er da geschossen hat und Leute erschossen hat und auch gezielt erschossen hat. Das ist allerdings dann nur ein Name. Es müssen viele gewesen sein. Ich habe damals vor Ort, hat mich das natürlich sehr befasst, die Frage, wer war es denn jetzt? Wo wurde geschossen? Was haben die Augenzeugen beobachtet? Ich habe mit welchen gesprochen. Sehr interessant ist, also ich habe mit ukrainischen Kollegen gesprochen, die Maidan-Unterstützer war und die im Konservatorium war, weil das Konservatorium ist wichtig für die Schüsse. Da waren eine Menge Schüsse aus diesem Ort abgegeben worden. Und sie haben mir gegenüber ausgesagt, dass es Maidan-Leute waren, also Verbündete sozusagen waren, die da geschossen haben. Sie kannten die nicht namentlich, aber sie sagen, sie waren eindeutig identifizierbar als Pro-Maidan-Kämpfer. Dann ist viel spekuliert worden und geredet worden über die Schüsse aus dem Hotel Ukraine oder Ukraine, heißt es international. Man muss sehen, dass das Hotel da eine wichtige Rolle spielt. Es steht praktisch strategisch günstig. Es ist ja ein sehr hohes Hotel. Das heißt, aus den oberen Stockwerken hat man eine vorzügliche Aussicht und kann natürlich auch vorzüglich mit Scharfschützengewehren vor allen Dingen schießen. Ich war in diesem Hotel. Ich habe mit dem Chefarzt der Krankenstation gesprochen, weil das war natürlich ziemlich wichtig, weil die Aufständischen hatten da in der Hotellobby, was die medizinische Versorgung, das war natürlich in dem Tag die Versorgung von Schusswunden und anderen schweren Verletzungen, haben da ihr Hauptquartier aufgeschlagen und da war auch so eine Art Treffpunkt. Da wurden auch die Leichen teilweise gesammelt. Und da haben dann auch OPs sogar stattgefunden. Und der Chefarzt hat damals ausgesagt, dass er 100% weiß, dass aus dem Gebäude geschossen wurde und dass er sogar den Funkverkehr hören konnte, zum Teil. Also die hatten alle Funkgeräte dabei, die Schützen, sagte er. Und er konnte das hören, weil sie ganz in der Nähe sich aufgehalten haben im Gebäude. Als ich ihn dann fragte, wer diese Leute waren, hat er das Gespräch nicht abgebrochen, aber ein ganz neues Thema angefangen. Und er hat mir sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass er unter keinen Umständen mehr sagen kann und will. Ich schätze mal, das wäre für den Mann lebensgefährlich gewesen. Das ist das, was ich dazu beitragen kann. Anderes können wir vielleicht gleich noch
in der Fragerunde klären. Ich sehe, die Zeit ist schon recht fortgeschritten. Deswegen werde ich jetzt ein bisschen, werde jetzt einige Punkte noch hier auslassen. Aber ich glaube, ein Punkt ist noch sehr wichtig, nämlich die Frage, welche Rolle spielen denn jetzt eigentlich die Faschisten in den Streitkräften der Ukraine jetzt in dem Krieg gegen Russland? Ich hatte ja eben gesagt, die Faschisten waren auf dem Maidan die Joker, wenn es darum ging, den Umsturz militärisch durchzusetzen. Und ich würde jetzt so weit gehen und sagen, ja, in dem Krieg jetzt gegen Russland sind sie die Super-Joker. Weil auch hier ist es wieder so, dass sie in den Streitkräften die Elite darstellen, dass sie die motiviertesten Kämpfer darstellen, dass sie diejenigen aber auch sind, die die regulären Soldaten, die normalen Wehrpflichtigen auch überwachen. Das heißt, die Faschisten sind auch in den regulären Einheiten, um darauf aufzupassen, dass Soldaten nicht ihre Pflicht verletzen und sozusagen, dass die Soldaten auch wirklich bis zum letzten Blutstropfen kämpfen. Das muss man allerdings sagen, war die ganzen Jahre so. Nur jetzt hat sich das natürlich drastisch verschärft. Und besonders delikat ist das natürlich, wenn man sich überlegt, dass die gefährlichsten Faschisten, ob es nun der rechte Sektor sind oder die Azov-Leute, dass sie nun in einem Ausmaß mit westlichen Waffen ausgestattet sind, wo man sich fragen muss, was denkt sich der Westen eigentlich dabei? Was ist eigentlich, wenn dieser Krieg vorbei ist und er die Nazis nicht mehr braucht? Das ist jetzt eine Polemik von mir, Sie hören das. Wenn man sich nämlich mal überlegt, was einer der Führer auch der Nazis sagt, dem das natürlich bewusst ist, und das ist Jewgeni Karas, das ist der Anführer der Neonazi-Gruppe C14, das ist eine der mächtigsten Neonazi-Gruppen. Das sind mehr so Hooligan- und Schläger-Nazis, aber das heißt nicht, dass sie nicht tödlich gefährlich sind. Er hat nämlich Folgendes gesagt auf einer Konferenz letztes Jahr. Ich zitiere das mal im Original. Der sagt, wir sind die Einzigen, die die Aufgaben des Westens erfüllen, denn wir haben Spaß am Töten. Und zur Aufrüstung sagt er, mit diesem Waffenpotenzial werden alle Probleme bekommen, die versuchen, uns Probleme zu machen. Also er hat auch darauf hingewiesen, dass es keine Streitmacht auf der ganzen Welt gibt, außer der britischen Armee, die mehr Javelin-Raketen haben als seine Truppe. Und das muss man sich eben alles mal überlegen. Wir hören immer nur Azov-Regiment. Wir wissen, Regiment ist ja nun nicht jetzt so eine große Einheit. Und deswegen wird hier der Schein produziert und von den Medien auch natürlich eifrig verbreitet, dass da irgendwie ja so 1.000, 2.000 sind da vielleicht in diesem Azov-Regiment. Dann wird argumentiert, ja, es gab ja die Schlacht um Azovstal im April, Mai 22. Da sind viele umgekommen und viele in Gefangenschaft gegangen, wobei man auch gleich sagen muss, viele sind bei dem Gefangenenaustausch im September wieder freigekommen. Ja, aber man sagt dann immer, naja, also die paar Nazis, die können ja nicht so viel Einfluss haben. Und da kann ich nur sagen, ja, das ist, glaube ich, ein fataler Irrtum. Es ist deshalb auch ein Irrtum, weil die Zahl der Nazis eine ganz andere ist. Was hier zum Beispiel in Deutschland überhaupt nicht berichtet wurde. Ich glaube, die Junge Welt ist da wirklich die einzige Zeitung, die das gemacht hat, ist, dass das Azov-Regiment im Februar zur Brigade ausgebaut wurde, also vergrößert wurde. Und dass es schon seit Februar 2022 auch eine Brigade von Azov, also eine Nazi-Brigade, innerhalb der Streitkräfte gibt. Also das heißt, wir haben im Prinzip zwei große Azov-Einheiten. Dann haben die natürlich an den Hotspots gekämpft und haben dadurch natürlich auch nochmal entscheidenden Einfluss auf den Kriegsverlauf, vor allem mit ihrer extrem brutalen und rücksichtslosen Kriegsführung. Es ist interessant, dass sie an den neuralgischen Punkten dieses Krieges waren, also die alles Punkte, die Welt in der Weltpresse Schlagzeilen geschrieben haben,
Gostomel, also an dem Flughafen, als es losging bei der Invasion am 24.02.22 in Butscha, war Azov. Es wird ja in den Medien gerne verschwiegen. Und Bachmut ist natürlich ein ganz wichtiger Ort jetzt gerade gegenwärtig. Also das ist nun mal so zu Azov, um zu sehen, dass die Stärke dieser Einheit viel, viel größer ist als in den Medien dargestellt. Und wir können Ähnliches über den rechten Sektor sagen. Vor dem Krieg hat der rechte Sektor etwa 5000 Kämpfer gehabt. Man hört gar nichts mehr vom rechten Sektor. Und warum? Weil sie in den Streitkräften längst integriert sind. Zum Beispiel bilden sie eine Einheit in den Spezialkräften der ukrainischen Armee. Und den rechten Sektor finden Sie jetzt auch einen großen Teil unter dem Namen 67. Separate Mechanisierte Brigade wieder. Das klingt schon mal alles viel besser und ganz regulär und ganz nett. Wir müssen eben wirklich sehen, dass sich hinter solchen Bezeichnungen sehr, sehr häufig Nazi-Organisationen oder Nazi-Milizen verbergen. Vielleicht noch abschließend, dann können wir ja auf die Fragen kommen, muss man auch sehen, die Nazis spielen auch eine Schlüsselrolle, wenn es um den Terror nach innen geht. Ich habe ja schon gesagt, die Opposition wird massiv unterdrückt. Ich habe vorhin schon von Entführung gesprochen. Ich habe von Gewaltanwendung gegenüber Oppositionellen gesprochen. Man muss wirklich sehen, dass nach dem Maidan erstmal schon eine Menschenjagd losging. Ich habe von Morden, glaube ich, auch vorhin schon gesprochen. Und die ist ja nie wirklich zu Ende gegangen. Und diese Menschenjagd hat es natürlich nach dem 24.02.22 massiv nochmal zugenommen. Es gab große Verhaftungswellen. Und auch hier ist es so, bei den Verhaftungen waren meistens Schläger von Azov. Wir dürfen immer nicht vergessen, Azov ist nicht nur eine militärische Einheit. Azov ist eine riesige Bewegung, die besteht eben auch aus einer Partei. Sie besteht aus Milizen, aus Bürgerwehren, aus allen möglichen Schlägergangs. Und Azov-Leute sind bei Verhaftungen nach wie vor dabei und wenden massive Gewalt an bei den Festnahmen. Auch wenn die Opfer sich überhaupt nicht wehren, werden sie in der Regel erstmal durchgeprügelt und blutig geschlagen und manchmal auch gefoltert. Wir haben zwei dieser Fälle in der jungen Welt dokumentiert. Das heißt, wenn es darum geht, jede Form von Kritik, Opposition, erst recht, wenn es um organisierten Widerstand gegen die rechte und durch korrupte Regierung geht, dann spielen die Nazis eine riesige Rolle, um das mit allen Mitteln, gerade eben vor allen Dingen Gewalt, zu unterdrücken. Und natürlich sind sie auch im Sicherheitsapparat integriert. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Mitglieder im Sicherheitsdienst sind, zumindest Leute, die eng mit den Nazis zusammenarbeiten. Da gibt es zahlreiche Hinweise dafür. Und wir müssen natürlich auch noch mal sehen, das habe ich eben vergessen zu erwähnen, das sollte ich noch ergänzen, dass sie eben auch, wenn es um die Befehlsstrukturen in der Armee geht, schon sehr weit oben sind. Also der Berater des Generalstabs, einer der wichtigsten Berater, ist Dmytro Jarosch. Und das ist der ehemalige Chef des rechten Sektors. Das ist also eine Mega-Karriere, die der Mann gemacht hat. Und ähnliche Beispiele lassen sich da noch finden in anderen Bereichen. Das heißt, sie sind also in den Sicherheitsapparat korporiert. Jetzt sind einige Fragen gekommen. Ich werde jetzt dann so kurz wie möglich darauf eingehen, damit wir jetzt auch noch ins Gespräch kommen können. Zu den Schüssen auf den Maidan gab es noch mal diverse Fragen. Ich habe das, glaube ich, jetzt auch schon in Teilen beantwortet. Eine Frage sagte noch, ja, es müsste doch mal irgendwie Beweise geben, Bilder, wie der Klitschko da die US-Botschaft betreten hat, warum es da dann nichts gibt.
Das ist natürlich eine Frage, die ich mir auch stelle. Nur ist das eben einfach so, Sie müssen sehen, da gab es unglaubliches Chaos. Die kritischen Journalisten waren ja in der absolute Minderheit, die dort war. Also da waren die Kräfte gar nicht da. Ja. Man muss ja einfach sehen, die Mainstream-Presse hat damals im Hotel Ukraine gesessen und hat abgeschrieben, was die Sprecher des Maidan ihnen diktiert haben. Ja, man muss einfach sehen, es hat dort keine objektive Berichterstattung gegeben. Absolut nicht. Keinen einzigen Tag. Und die wenigen oppositionellen und kritischen Medien, die haben einfach das Personal nicht. Die haben einfach auch die Möglichkeiten nicht gehabt, also den Zugang nicht gehabt, um sich dort alles so, so durch die Lupe anzuschauen. Und ich sagte es schon, wir waren dort zu zweit. Ich war da teilweise allein, mein Kollege war da teilweise allein. Und wir haben uns natürlich jetzt erstmal mit den Vorgängen auf dem Platz befasst. Wir haben uns mit linken Dissidenten befasst, die dort gejagt wurden. Wir haben da Leute getroffen, die in Lebensgefahr waren. Unter abenteuerlichen Bedingungen musste man sich verabreden, um miteinander sprechen zu können. Und deswegen... Das ist einfach eine Frage von Kräften, von Möglichkeiten, von Geldmitteln, die eben kritische Medien noch überhaupt zur Verfügung stehen. Das ist eine echte Misere und ich fürchte, diese Misere wird sich verschärfen. Ich gucke jetzt nochmal hier so durch, damit wir hier keine Wiederholungen haben. Es wurde gefragt, nach der Generalstaatsanwaltschaft, da wurde gesagt, dass da ein Mitglied des rechten Sektors sie geleitet hätte. Das ist mir nicht bekannt. Das können wir vielleicht, derjenige, der die Frage gestellt hat, die nochmal konkretisieren. Also mir ist nicht bekannt, dass es einen Generalstaatsanwalt gegeben hat, der Mitglied des rechten Sektors war. Deswegen ist das natürlich dann schwierig, solche Fragen zu verfolgen. Es wurde auch nochmal das Thema NATO-Osterweiterung angesprochen. Da war die Feststellung getroffen worden, dass George Friedman von Stratfor 2014 das bereits mitgeteilt hätte, dass das passiert. Muss man hier vielleicht nochmal ergänzen, dass ja die NATO-Osterweiterung sowieso schon lange vorher begonnen hatte, also genau genommen mit den ersten Eintritten 1999, das war also ein Prozess, der sehr massiv schon betrieben wurde zu diesem Zeitpunkt, also sprich zum Zeitpunkt des Maidan. Was die Ukraine selber betrifft, muss man auch sehen, es gab 1997 schon die NATO-Ukraine-Charta, also das war ja ein Vertrag militärischer Zusammenarbeit. Man hatte ja auch schon einige Manöver gemeinsam durchgeführt. Das heißt, das war schon in vollem Gange. Und dann müssen wir auch sehen, dann 2019 kam ja dann auch der NATO-Beitrag als Ziel, Beitritt als Ziel, der bekam ja dann Verfassungsrang in der Ukraine. Und insofern ist das eigentlich jetzt nicht so relevant, was der Friedman gesagt hat. Es ist wirklich ein Prozess, der über Jahrzehnte schon am Laufen war. Es ist gefragt worden, welchen Fehler wohl die Sowjetunion begangen haben mag, wenn es darum geht, die Bevölkerung zu immunisieren gegen das Gedankengut Banderas. Und damit, das ist ja wahrscheinlich hier gemeint, als pars pro toto für die ukrainischen Faschisten. Da muss man sagen, ich kann diese Frage jetzt nicht seriös beantworten, weil ich einfach nicht genug über die Bildung, die Schulbildung zum Beispiel oder Bildung an den Universitäten in der Sowjetunion weiß, wenn es um den Faschismus geht. Ich meine nur, dass die Geschichte des Faschismus, vor allen Dingen des Nazismus, relativ gut aufgearbeitet wurde, weil ja die Sowjetunion da Zielscheibe Nummer 1 war und mit 27 Millionen Toten am meisten
zahlenmäßig jetzt unter dem deutschen Narzissmus gelitten hatte. Ich denke schon, dass da eine große Sensibilisierung der Bevölkerung war und dass man sich auch mit dem Banderismus auseinandergesetzt hat. Ich habe auch ältere Artikel gefunden in alten sowjetischen Zeitungen. Ich denke aber nur, dass die Sowjetunion eigentlich gar nicht die Schlüsselrolle dabei spielte. Sprich, so sehr versagen konnte. Weil wir müssen sehen, der Untergang der Sowjetunion war 89 und die Faschisten hatten dann immerhin über 20 Jahre Zeit, sich zu regenerieren. Und da sie das mit großer Unterstützung des Westens getan haben, hatte die Sowjetunion ja keine Wirkmacht mehr. Also die hat sie einfach schlichtweg verloren. Und natürlich ist da was nachgeblieben, weil viele Menschen waren ja in der Sowjetunion so sozialisiert, sind da zu Universitäten gegangen und so weiter und so weiter. Aber 20 Jahre ist eine ganze Menge Zeit, um Menschen zu indoktrinieren. Wir sollten nicht die westliche Propagandamaschine unterschätzen. Die hat eine unfassbare Macht. Es ist eine der größten Mächte, wenn es um den Kampf um die Köpfe und Herzen geht, die überhaupt existiert. Das ist wahrscheinlich die größte Macht. Und deswegen glaube ich nicht, dass die Sowjetunion da viel mehr hätte machen können, um das zu verhindern. Jetzt wurde gefragt, nochmal zu dem Anteil von faschistischen Kräften in der Welchowner Rada. Also ob das eigentlich so ist, dass die da keine Rolle mehr spielen. Nun muss man sagen, wenn man sich das formal anguckt, spielen sie keine Rolle, weil eine offen faschistische Partei im Moment nicht in der Welchowner Rada vertreten ist. Svoboda wissen wir es nicht mehr in der Welchowner Rada, also im Nationalparlament. Und die Partei von Azov hat den Einzug verpasst 2019 mit 2,14%. Soweit ich weiß, hat sie den Einzug verpasst. Aber das ist tatsächlich nur das Formale. Das ist oberflächlich betrachtet. Ich glaube, wenn man diesen Artikel, den ich letzte Woche veröffentlicht habe in der Jungen Welt, Selenskyj schwarzer Haufen. Wenn man den noch mal ganz gründlich liest, dann wird einem deutlich, wie tief der Nationalismus und Faschismus und andere Rechtstendenzen in der Welchowner Rada sozusagen jetzt schon verankert sind. Nämlich dadurch, dass die anderen Parteien einfach unglaublich recht sind und unglaublich viel faschistisches Gedankengut übernommen haben und dort auch vertreten. Ich habe das ja an Beispielen wie der Rehabilitierung des Banderismus untersucht. Und da können Sie in dem Artikel lesen, was sogenannten bürgerlichen Parteien darüber denken. Im Prinzip nichts anderes, als die Faschisten auch denken. Und sie tun alles daran, den Banderismus zu rehabilitieren und dem kulturelle Hegemonie zu verschaffen. Die hat er ja schon, zumindest in der Westukraine. Sie tun alles an der Heroisierung und Glorifizierung und Unterstützung der Nazi-Regimente und so weiter und so fort. Ich sag mal so, die Nazis haben es gar nicht nötig, im Parlament zu sein. Der Parlamentarismus liegt den Faschisten, wie wir wissen, aus der Geschichte ohnehin nicht. Der interessiert sie nicht. Sie lassen das Parlament laufen, weil das Parlament eh nicht viel zu melden hat. Das Parlament ist der Lautsprecher der Rechtsextremisten und Faschisten. Und so muss man es, glaube ich, betrachten. Und in dem Artikel, wenn Sie ihn lesen, werden Sie auch feststellen, also die Nazis haben auch Selenskyj immer wieder gedroht, wenn er nicht pariert, wenn er Konzessionen an Russland macht, dann wird er wie Jarosch, ich habe den eben erwähnt, Jarosch ist, wie gesagt, hat eine Mega-Karriere gemacht, ist Berater des Generalstabs der ukrainischen Armee. Jarosch hat gesagt, dann hängt er am Baum, ja, wenn er nicht macht, was wir sagen. Und ich glaube, das kann man ruhig ernst nehmen. Es gibt ja auch Spekulationen darüber, dass der Unterdrückungsapparat den Selenskyj im Moment bedient, wenn der ihm nicht reicht und Selenskyj ihn nicht hart genug nicht durchgreift, also man noch mehr Härte braucht,
dass man Zelensky dann eben auch wegputschen kann mit den Faschisten. Das sind durchaus Überlegungen, die angestellt werden und die ich nicht für abwegig halte. Es wurde dann noch gefragt, ja, ob die Symbole nicht überbewertet werden. Also da war die Rede von den Nazi-Symbolen, schwarze Sonne und Totenkopf und so weiter. Ja, die Symbole selber sollte man natürlich nicht überbewerten, aber man kann den Leuten, die mit diesen Symbolen in der Ukraine rumlaufen, und das sind sehr viele, und die laufen dann nicht nur rum an ihren Uniformen und Helmen und wo sie diese Symbole überall anbringen, sondern sie tätowieren sich das auch auf die Haut. Und das, also Tausende tun das und wahrscheinlich noch mehr. Ich finde, man kann ihnen das ruhig ernst nehmen, weil das sagt ja etwas aus. Man kann ruhig glauben, dass sie das auch so meinen. Es gibt keinen Grund, ihnen das nicht zu glauben. Das können wir aber vielleicht diskutieren, ob es Gründe geben könnte. Dann wurde der Einwand, der indirekte Einwand formuliert, den lese ich mal vor. Wenn wir in der Ukraine nach Nazis suchen, machen wir dann nicht das Gleiche, was die Bundesregierung in Deutschland mit uns versucht? Natürlich gibt es dort Nazis, aber die gibt es überall, oder gibt es tatsächlich stichhaltige Beweise, dass der Großteil der Regierung und der offiziellen Truppen aus Nazis besteht? Ich meine, dazu habe ich jetzt, glaube ich, schon eine ganze Menge gesagt. Ich finde, diesen Vergleich aufzumachen, das geht völlig nach hinten los. Ich finde, man kann das nicht mit der deutschen Situation vergleichen, kann man alles, aber man kann es auf keinen Fall gleichsetzen. Ich habe ja eben schon gesagt, in welchen Schlüsselpositionen sie sitzen. Und es geht hier nicht um die Anzahl. Ich würde immer noch sagen, die Faschisten der Ukraine, wenn man das jetzt auf die Gesamtbevölkerung bezieht, sind nicht die Mehrheit. Aber die Frage ist nicht, wie viele sie sind. Die Frage ist, wie viel Macht sie haben. Und sie haben unglaublich große Macht in der Ukraine. Und das ist das Entscheidende. Und das zum Beispiel kann ich für die Bundesrepublik hier nun wirklich nicht sagen. Sie haben für meinen Geschmack zu viel Macht. Es gibt, jeder Nazi, den es hier gibt, ist einer zu viel. Aber ich glaube, ich gehe jetzt mal davon aus, niemand von Ihnen kann mir Beispiele nennen, dass bekennende und aggressive und militante Nazis zum Beispiel in der Bundeswehr eine hohe Beraterfunktion hatten, dass sie Offiziere sind, dass sie Einheiten kommandieren und so weiter und so fort. Wir könnten das jetzt alles durchdeklinieren. Ich kenne dafür keine Beispiele, und deswegen sage ich, das ist schon ein ganz gewaltiger Unterschied, wenn man den Einfluss der Nazis in der Ukraine und hier in Deutschland miteinander vergleicht. Ja, ich glaube, also ich gucke jetzt hier nochmal, damit wir jetzt noch miteinander ins Gespräch kommen können, ob hier noch wichtige Fragen sind. Wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, dann können Sie jetzt ja gerne noch ergänzen oder Fragen auch nochmal an die Antworten, die ich gegeben habe, wieder anhängen. Ich sage erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.